Wir freuen uns alle gemeinsam auf ein hoffentlich spannendes Spiel, auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel ist. Aber auch da wird hoffentlich guter Fußball gespielt. Der FC Augsburg im neuen Trikot, heute in Grün. Das ist das Auswärtstrikot. Die wurden ja am Montag vor einer Woche vorgestellt. Gab eine große Veranstaltung vor dem FCA 1907 Store. Das Heimtrikot in Weiß und Rot gehalten. Das Auswärtstrikot sehen wir hier in Grün. Und das Ausweichtrikot in Grau. Gleich mal auf dem Weg nach vorne über Philipp Max. Der bringt die Flanke. Oh! Und dann was. Alfred Finnbogason, der da gut abschließen kann und gleich mal für den ersten Aluminiumtreffer sorgt. Cacheku legt rein. Schöner Doppelpass. Oh! Cacheku steht Mutterseelen allein vor Marius Müller, aber köpft ihn direkt an. Und dann geht es auch gleich weiter. Wunderbar reingechippt von Alfred Finnbogason. Und dann kann es Kuh wahrscheinlich selbst kaum glauben, dass er da so frei steht. Jetzt mal Alfred Finnbogason mit viel Platz. Rechts raus auf Johnny Schmidt. Sucht allein. Guter Abschluss. Hier nochmal der Schuss von Johnny Schmidt. Es wurde täglich zweimal trainiert. Lediglich am Sonntag gab es einen freien Tag. Jetzt Raul Bobadilla zieht ab. Raul Bobadilla schließt mit rechts ins lange Eck ab. Natürlich der Torsong. Die Vorlage von unserem Neuzugang Sergio Cordova mit der 21. Gut gesehen von dem Jungspund, erst 19 Jahre alt. Sieht da Bobadilla, der ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, ist ja schon 30. Und der schließt dann lockerlässig ins linke lange Eck ab. Usami. Sich da frei spielen. Tor! Schön gemacht von unserem Japaner. Ja. 75. Minute, 2:0 durch Taka, wie er gern genannt wird. Hier sehen wir es nochmal. Direkt ins kurze Eck. Und dann ist das zweite Testspiel des FC Augsburg vorbei. Der FCA gewinnt hier 2:0 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Es war dann am Ende doch ein recht ansehnliches Spiel. Es waren einige Chancen dabei auf beiden Seiten. Der FCA natürlich überlegen, hat seinen Job hier richtig gut gemacht. Manuel Baum kann zufrieden sein mit der Leistung. Michael, erstes Spiel im FCA-Trikot, wie war's? Ja, hat Spaß gemacht. War, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung auch über beide Halbzeiten und deswegen war, glaube ich, auch der Sieg ganz verdient und ja, ist ganz gut, mit einem Sieg reinzustarten. Natürlich alle Spieler ein bisschen müde, aber heute Spiel, ja, wir sind gewonnen. Das ist sehr gut für uns und ja, ich auch ein Tor gemacht und das war auch, ja, das war auch gut. Ja. Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen, aber im Grundsatz muss man eigentlich sagen, das ist Vorbereitung. War einfach ein gutes Gefühl, dass wir gewonnen haben, aber dürfen wir uns natürlich auch nicht überbewerten. Ihr seid jetzt genau eine Woche hier. Wie ist die Zeit hier so? Läuft's gut? Wie fühlst du dich selber? Ja, natürlich, Training ist ein bisschen ja, viel, aber das ist ganz wichtig. Und ja, Klopper auch sehr, sehr müde. Aber noch. Noch zwei Tage, oder? Ja, wir müssen Gas geben, noch zwei Tage. Dann, ja, sehr
gutes Zeit jetzt. Ja. Läuft super, also macht Spaß. Wir arbeiten hart, haben wirklich gute Trainingsqualität und ja, Mannschaft ist super, macht mir richtig viel Spaß und bin froh, dass ich hier bin.